Wer seinem Partner traditionell das Ja-Wort geben möchte, ja, der sollte das am besten auf einer Trachtenhochzeit tun. Und damit herzlich willkommen hier in der Trachtenwichtelstube in Ett bei Lambach. Ja, wir tauchen heute gemeinsam mit Ihnen ein in die wunderbare Welt der Hochzeitstrachten. Ja, und das machen wir nicht alleine. Wir haben uns Unterstützung geholt, nämlich die Cornelia wird uns heute begleiten. Cornelia, vielen herzlichen Dank, dass wir heute bei euch zu Gast sein dürfen. Es freut mich sehr, dass du da sitzt. Ja, ein schönes Hochzeitsdirndl für Sie und eine dafür passende Tracht für ihn. Das sind ja das A und O bei einer Trachtenhochzeit. Viele Paare entscheiden sich jetzt schon, in Tracht zu heiraten, und ich denke, die Tendenz ist steigend, oder? Das stimmt. Die Leute tragen gern Tracht und es ist einfach ein Wohlfühlgefühl dabei, und deswegen wollen sie das auch bei der Hochzeit haben. Was sind denn die absoluten Must-Haves für eine Trachtenhochzeit? Ja, das Schönste bei einer Trachtenhochzeit ist natürlich, wenn alle in Tracht kommen. Das macht richtig Spaß dann. Ja, und Spaß werden wir jetzt auch haben, denn wir schauen jetzt gemeinsam mit Ihnen hinein in die Trachtenwichtelstube. Mitkommen!